Meine lieben Geisterjäger, schaut mal den schönen Sessel hier. Ach, den habe ich noch gar nicht bewundert. Da möchte ich gerne sitzen. Ja, wir waren ja letztes Mal, haben den Marshmallow-Mann vernichtet, ne? Und Billard spielen können wir noch nicht. Hier ist ein Toast. Ich will ein bisschen. Oh, kann ich gar nicht flippern. Oh, ich bin voll der Gen. Ich flipper voll gerne. Aber da komme ich nicht dran. Ja, der gute Peter ist hier immer noch was am. Ich sehe aber nichts. Okay. Da sehen wir nichts. Naja, gut, okay. Dann gehen wir mal dahin. Wir müssen ja interagieren. Wir können da interagieren. Was? Okay, der hoppelt ein bisschen. So, ich hätte euch ja versprochen, dass wir nochmal kurz in die Nachrichten reinhören. Können wir gar nicht. Ich kann ja nicht interagieren aktuell. Schade. Was steht denn hier alles? Das ist eigentlich alles hochkomplizierter Mercury. Der Merkur, okay, ja. Freddie Mercury, ne? Okay, schöne Küche hier, ne? Viel Pizza, Jungs essen viel Pizza, ist mir sehr sympathisch. Na gut. Okay, dann hören wir uns jetzt mal, was die Jungs hier so zu sagen haben. Egon, Kollege, was machst du denn da? Okay. Baby? Also, Sie wissen so viel über Gozer, weil... Weil ich Spezialistin für alte mesopotamische Kulturen und Architektur bin. Hauptsächlich sumerisch. Gozerianisch genauer gesagt. Ich bin als Gastkuratorin der Gozer-Ausstellung hier, die morgen im Museum für Naturgeschichte eröffnet wird. Ihnen ist bekannt, dass wir Erfahrung hatten mit Gozer. Ja, natürlich. Gozer war unterste Liga, bevor er uns traf. Eine Gottheit nur für Landeier. Wir haben ihn bekannt gemacht. Und wir bekamen keine Einladung zur Eröffnung. Ein Versehen, richtig? Damit habe ich nichts zu tun. Das, meine Herren, war mein Werk. Peck. Und ich versichere Ihnen, es war kein Versehen. Ach, übrigens, ihr habt Besucher. Danke, Janine. Immer voll auf dem Posten. Walter Peck. Ich habe Sie ohne das Hinterteil des Bürgermeisters im Gesicht gar nicht erkannt. Okay, jetzt packt mal schön wieder alles weg. Entschuldigung, Dr. Selvin. Sind Sie in Ordnung? Ich glaube schon, aber mir macht die Ausstellung Sorgen. Machen Sie Scherze? Solche Schlagzeilen sind unbezahlbar. Die Gastkuratorin der Gozer-Ausstellung, vom Experten Peck empfohlen, wird in der Nacht vor der Eröffnung von Gozer selbst angegriffen. Bitte, sagen Sie mir, dass es Gozer war. Gozer manifestierte sich in einer bereits benutzten Form, dem allseits beliebten Marshmallow-Mann. Aber dieses Ereignis war schwächer als die erste Begegnung mit uns. Ha! Mehr brauche ich nicht, danke! Also, Jock, warum bringen Sie Dreck hierher? Oh, habe ich zur falschen Zeit gehustet? Hören Sie, es geht darum. Sie, Peck und Ihr Jungs werdet alle zusammenarbeiten. Was? Was? Auf keinen Fall, oh nein. Unmöglich. Also, ihr hattet mindestens ein Dutzend städtische Aufträge für Gefängnisse, Gerichtsgebäude und Werften. Ihr wollt euer Geschäft erweitern, auch Aufträge vom Land und vom Staat kriegen. Ich bin dafür. Ihr wart eine große Unterstützung im Wahlkampf. Manche Leute sagen, sie wurden nur durch unsere Befürwortung gewählt. Irgendwie ja schon. Aber nach all dem Schaden, den ihr letztens angerichtet habt, will der Stadtrat, dass ihr mindestens 6 Monate lang genau beobachtet werdet. Wir schreiben doch immer Berichte. Zusätzliche Aufsicht ist unnötig. Ha, ha, ha! Echt lustig, Venkman. Sie waren schon immer mein Favorit. Also, hier kommt Ihr alter Freund Peck ins Spiel. Er nervt und klebt an den Regeln. Ist mit anderen Worten perfekt für den Job. Er ist der neue Leiter von Peacock. Peacock? PCOC. Paranormal Contracts Oversight Commission. Als erste offizielle Aktion werde ich die Betriebslizenz von euch Clowns einziehen. Ganz ruhig, Peck. Beginnen Sie Ihre Untersuchung, wenn es denn sein muss. Nur halten Sie sie fürs Erste einfach unter Kontrolle und mein Büro informiert. Denken Sie daran, ohne die Geisterjäger haben auch Sie keinen Job. Ihr braucht einander. Ist doch eine wunderbar ironische Symmetrie, oder? Hey Mulligan, also echt. Bürgermeister Mulligan für Sie, Venkman. Also, verstehen wir uns? Das schützt uns alle. Ihr wollt mehr Regierungsaufträge, ich meine Umfragewerte halten, Peck seinen kleinen Machtbereich. Haltet euch einfach an die Spielregeln. Hey, wir alle bekommen, was wir wollen und der Stadtrat ist zufrieden. Morgen kommt Ihr großer Abend, Elissa. Ruhen Sie sich aus. Da wir jetzt alle Freunde sind, bekommen wir Einladungen zur Museumseröffnung? Wohl kaum.
Wir sehen uns bald wieder. Garantiert. Sieht Peck nicht genau wie jemand aus, der versehentlich in den Strahl eines Boson-Kollidierers läuft? Ich sag ja nur, es könnte passieren. Peck! Da muss ich weg, weil mein Popschutz sonst nicht richtig funktioniert. Ich hasse diesen Peck. Nein, hassen ist eigentlich eine Gefühlsregung, die mir fremd ist. Aus Leimer ist wieder da. Hey, Baby, alles easy? Ja, cool. Ich hab dich eingefangen, tut Kollege. Tut mir leid, das ist der früheste freie Termin, den wir haben. Alles klar, ich habe sie dafür eingetragen. Oh, Janine, du bist... Es ist nicht nötig anzurufen, bevor sie hinkommen. Glauben Sie mir, sie werden es merken. Eure Schwäche nährt mich. Dann bitte versagt weiter. Auf Wiedersehen. Ich versage nie, Kollege. Ja, Peck, widerlich. Ja, das ist... alles war in Ordnung, bis unsere Maschine, unsere Einheit abgeschaltet wurde von diesem Schwanzlosen da. Ist das die Wahrheit? Ja, das ist die Wahrheit. Dieser Mann hat keinen Schwanz. Ich liebe dieses Zitat und diesen Peck. Das war ein so widerlicher, ekelanger mir fehlen die Worte. Freunde, mir fehlen die Worte. Und Ecto, da sind die ganzen Packs, ne? Unser Pack ist auch dabei, ne? Wir sind ja jetzt auch... Ne? Jenny, gehst du mal kurz ran? Wer ist es? Jenny, wer ist es? Hallo, Geisterjäger. Ja. Nein, wir raten Ihnen nicht, einen peruanischen Klasse-5-Exorzismus an sich selbst durchzuführen. Da würde ich auch dringend von abraten. Ist leider, mach gut, wir sind jetzt. Ich glaube, wir müssen jetzt in Sedgwick zurück, okay? So hey, Baby? Sind wir denn jetzt auch eine. Okay, wir sind Spengler. Stans? Peter Weckmann, wo ist denn unser? Also, einer war letztes Mal, glaube ich, nicht dabei, egal. Sollen wir jetzt wirklich los? Ja, Freunde, ich glaube, ich habe jetzt dann genug hier rumgeguckt. Ich würde so viel... Egon? Ray? Winston? Peter? Baby? Ich glaube, wir interagieren jetzt mal. Ray und ich haben diskutiert. Und wir glauben, wir sollten im Museum nachsehen. Was immer heute Nacht passierte, es begann dort. Ja, okay. Ich opfere mich fürs Team und bleibe bei Lyssa. Zu ihrem persönlichen Schutz. Ihr Jungs nehmt Winston und den Neuling mit. Was ist mit Peck? Er sollte doch über alles informiert werden, was wir tun. Was er nicht weiß, macht uns nicht heiß. Hey Leute, ihr müsst einen Umweg machen. Irgendwas Großes geht davor. Das Radio berichtet darüber. Schalt ein. Und nach einer weiteren Geistersichtung suchen Mitarbeiter der New Yorker Bibliothek nach Antworten. Die graue Dame. Diesmal schnappen wir sie. Los! Und was ist mit dem Museum? Das steht schon 104 Jahre da. Wohin sollte es heute Nacht verschwinden? Was ihr da mit der grauen Dame habt, ist an der Grenze zum Normalen. Das wisst ihr ja. Sie ließ uns wie Deppen aussehen, aber diesmal nicht. Oh, noch etwas. Peck rief an und sagte, dass ich ihm sagen muss, wo ihr seid und was ihr vorhabt. Sag ihm, ihr könnt uns im Museum treffen. Wir werden da sein. Irgendwann. Ins Museum. Wer erinnert sich an die Dame, ne? Das war so schön. Ne? Hört mal. Ich glaube, ich riech was. Das ist wahr. Kein Mensch stapelt Bücher auf eine solche Art und Weise. Ach. Library. Go to the library, man. Go the map. Exploration. Wow, this is very great. Ach, das ist nicht toll gemacht. Na, du bleibst aber schon diesmal ganz, ne? Also nicht verwandeln, ne? Okay. Ah, schaut mal. Viele Leute. Venkman wäre entzückt. Captain McMahon vom 12. sagt, es gab eine massive Störung. Ein echtes Feuerwerk. Ich bin ein Ghostbuster. Was? Vielleicht. Aber waren da draußen nicht zwei Löwen? Überprüft die Valenzen. Haben die einen Löwen geklaut? Hallo, ich bin ein Geisterjäger. Wow, große Ausschläge. Hey, Kadett, das musst du sehen. Okay. Zurückbleiben. Pass auf, da, sie hauen ab. Doppelte Komplett-Torso-Animatoren. Los, ihnen nach. Du hast Stans gehört. Bewegung. Naja, ich komm schon. Ich verfolge die Geister in die Bibliothek. Da sind sie. Okay.
Kann ich jetzt mal was machen? Ein paar Klasse 2 Animatoren. Ich habe sie noch nie als Tandem gesehen. Die sind wirklich aufgeregt. Ja, ja. Packs werden eingeschaltet. Packs werden eingeschaltet. Ach, jetzt kann ich was machen. Okay. Na, Baby? Wer bist denn du? Steht da was? Kann ich nicht lesen. Ja, schöne Madonna. Okay, Packs sind also so eingeschaltet und scharf. Das heißt, wir können es loslegen. Und hier ein bisschen... Okay, jetzt ganz ruhig. Ich hab nichts gemacht. Er sagte ganz ruhig. Das ist nicht ruhig. Ich hab nichts gemacht. Ich war's nicht. Oh, schaut mal. Daneben. Ja, Moment, jetzt, wenn wir schon mal im Museum sind, muss ich jetzt... Wie wäre es nächstes Mal mit einer kleinen Warnung, Leute? Ja. Der da ist ein Beast Ray. Verfolgen wir ihn. Winston, überprüf die nächste Tür. Sieh nach, ob er Freunde hat. Einen Spukraum verlassen? Damit habe ich keinerlei Probleme. Hey, Kadett! Um den Schockschlag zu benutzen, muss man dicht rangehen. Der Effekt ist stark, nimmt aber schnell mit der Entfernung ab. Aber sei vorsichtig, es ist ein Prototyp, wir vertrauen ihn dir an. Der Stasis-Strahl verlangsamt paranormale Entitäten zeitweilig. Wenn du den Strahl lang genug auf ein Ziel richtest, kann es sogar ganz gestoppt werden. So benutzt man das Teil. So, drücke bla, um den Stasis-Strahl einzusetzen. Mach ich mal. So, und jetzt? Das hat mich gerade 160 Pfeifen gekostet. Wieso zahlt ihr immer so eine Scheiße? RT ist, Moment, RT ist, Stasis-Strahl? Ausrüstung wechseln, Kadett. Okay, ich wechsle. Schockschlag, Stasis-Strahl, linke Taste, rechte Taste. Cool, ein Einfrierstrahl. Ein Stasis-Strahl hat nichts mit Kälte zu tun, aber der Effekt ist ähnlich. Woher nimmst du nur die Zeit für all diesen Kram, Egan? Ich führe ein Experiment durch, bei dem ich täglich 14 Minuten schlafe. Da bleibt viel Zeit zum Arbeiten. Toll, kann losgehen. Hey, Zubi, meinst du, du wirst mit dem Kleinen da allein fertig? Wir treffen uns dann wieder hier. 14 Minuten schlafen? So, such diesen Geist. 14 Minuten? Freunde, 14 Minuten, das ist es. Aber wenn wir schon mal im Museum hier sind, ne? Ja, schön. Naja. Okay. Da scheint ein Geist zu sein. Ins Hof sind es ja Geister, ne? Da wird's wieder grün. Was? Wer kläfft hier? Ich habe nichts von Kläffen gesagt. Das scannen? Okay, ich hab's gescannt. Wir gehen dem mal nach. Alles gut. Okay, wir folgen mal der Schleimspur, ne? Da gehen wir. Was? Was steht da? Moment. Marked of areas are restricted to library staff only. Wir sind Stuff. Wir sind aber sowas von Stuff. Okay, aber irgendwie. Ich höre jetzt mal irgendwas kläffen, Freunde, aber. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Wir gehen wieder. Okay, ist das die andere Seite? Komme ich ja nirgendwo rein, oder? Komme ich hier rein? Ne, hier komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Da kläfft doch einer. Hier ist so einer vollbart am Abkläffen. Okay, dann komm hier irgendwie. Komm hier irgendwie weiter. Nee. Who the fuck ist Waffing und Kläffing hier? Vor allem, wo sind die Kollegen alle? Ja, das kostet mich Geld, aber ich muss ja auch irgendwie, ne? Wir müssen mal ganz kurz gucken. Ich will mal ganz kurz schauen, ob wir schon Updates wieder kaufen können. So, das haben wir. 12.000. Super Aufladung. Können wir uns leisten. Die brauchen wir, weil das Ding ist super schnell leer. Was ist das? Immunität?
Ne, wir können uns eh nur den lassen. Wir können es beide. Aber die Superauflagen, weil das Ding, das braucht so ewig lange. Ja, will ich haben. Will ich unbedingt haben. So eine Überhitzung, was man deutlich reduziert werden kann. Aha, aha. Okay, weil, ne? Das Ding ist so krass, ne? Sobald du musst das Pack jedes Mal entlüften, wenn du das Ding irgendwie auch nur eine PKE-Mail da verwenden. Hier ist so einer voll was am Kläffen, ey. Aber ich kann hier nichts machen. Außer dass mich das Kohle kostet. Und zwar nicht zu wenig hier. Ja, Freunde, was ist? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich höre hier irgendwas an Kläffen dran, ne? Aber ich komme irgendwie nicht dran. Hier ist es rot, ne? Da geht es wieder weg. Na gut, wir gehen dann mal ein bisschen spazieren. Okay, haben wir uns schon alles angeguckt, mehr oder weniger, ne? Kläfft hier auf jeden Fall ganz fürchterlich. Wir rennen mal. Nach, wenn ich schon mal renne, dann renne auch richtig. Namenloser Azubi. Okay, der ist natürlich auch schnell pleite. Okay, was haben wir hier? Gefahr, normale Substanz. Das hatten wir da eigentlich schon. Aber hier waren wir auch überall schon. Das ist doch kacke. Aha. Okay, hier ist eine Spur. Das scheine ich aber schon gescannt zu haben. Oh. Fuck! Fuck, hast du mich erschrocken? Wo ist die Sau hin? Wo ist die Sau hin? Boah, ich hab mich voll erschrocken. Den hätte ich eigentlich scannen müssen. Ich sag jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und diese ganz widerliche Geschmeißgebindel, das holen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne, ab in die Rinde, Freunde. Haltet euch verkackt. Ciao, ciao, sagt euer Geisterjäger 45.